Habt ihr schon gewusst, dass jeden Tag eine große Menge an Gehirnzellen verloren geht? Das werden wir euch gleich in unserem Lernvideo über das Gehirn erklären. Doch anfangen werden wir mit dem Kreislauf des Gehirns. Vier große Schlagadern versorgen das Gehirn des Menschen und der meisten Säugetiere mit sauerstoffreichem Blut. Je zwei liegen auf jeder Seite des Halses, vorn die inneren Halsschlagadern. Die Atmung. Für die Steuerung der Atmung ist der Kohlenstoffdioxidgehalt am wichtigsten. Wenn zu viel CO2 im Blut vorhanden ist, erhöht das Atemzentrum die Atemfrequenz und das überschüssige Kohlendioxid kann über die Lungenbläschen verstärkt an die Atemluft abgegeben werden. Umgekehrt wird bei zu geringer CO2-Konzentration die Atemfrequenz reduziert. Schlafverhalten. Im Schlaf eliminieren wir das Wichtige und organisieren das Neue. Außerdem ermöglicht der Schlaf uns, wichtige Ereignisse zu überprüfen und unwichtige Erlebnisse zu vergessen. An die wichtigen Erlebnisse können wir uns dann besser erinnern. Die Reflexe. Eine Bewegung ohne die Steuerung des Gehirns ist ein Reflex. Sie schützt uns durch schnelle automatisierte Bewegungen. Es gibt angeborene Reflexe und erworbene Reflexe. Lern- und Denkabläufe. Der Hippocampus, das Zentrum für Lernen und Gedächtnis. Diese Neubildung der Nervenzellen findet hauptsächlich im Hippocampus statt. Dieser Bereich im Gehirn ist für das Lernen und das Gedächtnis zuständig. Das war's mit unserem Lernvideo. Wir hoffen, ihr wisst jetzt mehr über das menschliche Gehirn.